Hamburg, St. Pauli. In einem Supermarkt zwischen dem Schanzenviertel und der Reeperbahn sind die Ladendetektive Müffit und Kemal Dieben auf der Spur. Müffit beobachtet mit 31 Überwachungskameras den ganzen Laden. Er entdeckt einen Mann, der Handyfotos macht. Er macht von allen Regalen ein Foto. Ja? Ja, guck mal. Welchen App geschickt? Der darf er nicht. Gegen was? Gibt's da eine App? Warte mal, guck mir mal. Guck mal, jetzt ist sein Korb wieder. Der Korb ist leer. Der läuft durch alle Regale eben, wo der bei den Pampers. Ja. Und guck mal jetzt. Ohne Erlaubnis darf er nicht. Also hier haben wir jetzt eine Person, die durch die Regale schlendert und alle möglichen Waren abfotografiert und irgendwas mit seinem Handy macht, also auch absolut kein Kaufinteresse hat. Und das ist so nicht gestattet, weil er hätte sich erstmal die Zustimmung von der Marktleitung bzw. von der Geschäftsführung holen müssen. Da sehen wir es gerade. Jetzt hält er schon wieder vor den Regalen, jetzt macht er ein Foto. Und wir wissen halt nicht warum. Und irgendwas, ja genau, das wollen wir jetzt mal checken. So ein Fall ist für Kemal und Müffit neu. Müffit und Kemal wollen klären, warum der Mann die Regale abfotografiert. Moin. Moin. Grüße Sie. Darf ich fragen, warum Sie fotografieren? Ja, ich bin in Arbeit. Wie bitte? Ich bin in Arbeit. Was für eine Arbeit? Normale Arbeit. Warum fotografieren Sie unsere Regale? Weil ich muss das schicken zu meinem Chef. Wer ist Ihr Chef? Haben Sie Erlaubnis von uns? Ja, genau. Haben Sie Erlaubnis von dem Markt bekommen? Ja. Haben Sie mit unserer Marktleitung gesprochen? Ja. Nachgefragt, ob Sie fotografieren dürfen? Ja. Ja, alles. Mit wem haben Sie gesprochen? Mit meinem Chef. Welche Firma, für welche Firma arbeiten Sie denn? Kann ich Ihnen sagen. Ja, bitte. Ja, können Sie nicht sagen? Ich zeige, aber kann ich nicht sagen. Also das ist mein Job. Ich muss nur gucken, wie alles steht hier. Darf ich mal? Darf ich mal kurz? Ja, einmal ein Foto ich muss schicken und dann mein Chef weiß, dass bei euch ist Ordnung sauber. Aber wer ist Ihr Chef, dass er kontrollieren will, ob unser Laden sauber ist? Das akzeptieren wir nicht. Nee, 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 das ist Moment, ich hole mal den Marktleiter. Bleiben Sie mal kurz, okay, hier bei dir. Müffit, Müffit, nimm mich doch mal mit ins Büro. Gehen wir kurz ins Büro, klären wir da mit dem Marktleiter. Denn der hat das Hausrecht. Ohne Absprache mit ihm ist das Fotografieren im Laden nicht erlaubt. Sie brauchen unsere Erlaubnis oder so von Marktleitung. Nee, genau. Sie dürfen nicht einfach so. Weil Sie, das ist so, wie Sie wissen, dass ich komme oder kommt andere Person. Das ist immer sauber oder was. Ne? Die wollen wissen, wie es ganz normal. Ne? Also wie es jeden Tag bei euch. Ne? Der Mann erklärt Müffit, dass er im Auftrag handelt. Ob er das darf, kann nur der Marktleiter entscheiden. Moin! Hab ich gemacht. Mit wem ist das abgesprochen? Mit dieser. Mit wem? Mit dieser, aber warte, ich ne? Genau, hier werden keine Fotos ohne Absprachen oder sonstiges gemacht. Das unterliegt dem Firmengeheimnis, wie auch immer. Das ist Datenschutz. Wollen wir nicht. Einmal löschen. Und dann kann ich nicht, weil das ist nicht auf meiner Form, das ist auf die Applikation. Auf was? Auf Applikation. Auf dem Server, glaube ich, sagt er. Genau. Ja, wer ist denn der Chef? Wer beauftragt sowas? Ich suche schon. Ja. Moment, stopp. Ja. Ja, bitte. Das ist also sogar so. Polnisch, ne? Ja, Sprache ist auf Polen, aber ja, Moment. Da steht etwas auf Deutsch. Aber. Ja, okay. Wer sagt Ihnen, dass Sie hierher kommen sollen, Fotos machen sollen? Und warum fragen Sie nicht im Büro? Sie müssen nur fragen, ob Sie Fotos machen dürfen. Doch, weil wir das. Moment, ganz kurz. Hören Sie zu? Sie verstehen mich auch, ne? Ja. Wir haben Hausrecht hier. Wenn wir nicht wollen, dass einer Fotos macht und wenn wir nicht wollen, dass einer Videoaufnahmen macht, dann dürfen Sie das nicht. Ich bin auch in Arbeit und ich habe auch Regeln. Sie haben Regeln, ja. Aber Sie haben ja unsere Regeln gebrochen. Alles klar. Unsere Regeln sind, Sie dürfen hier keine Fotos machen und nicht speichern. Guck mal hier. Okay. Siehst du das? Sogar den Eingangsbereich fotografiert und irgendwo hochgeladen. Schätzungsweise. Kann ich zeigen, wie das funktioniert? Ja. Zeigen Sie mal bitte, wie es funktioniert. Und wer ist Ihr Chef? Wie heißt die Firma von Ihrer? Kann ich nicht sagen.
Sorry, tut mir leid. Ja. Warum ja, nicht? Ja, Quatsch. Warte, warte, ich habe ein bisschen Nerv. Ich möchte auch haben in Ruhe. Ja, aber schon mal hier, das ist so. Gerne. Es liegt keine schriftliche, keine telefonische, es liegt nichts hier im Markt vor, die eine Anfrage dieser Arbeit halt rechtfertigen würde. Also das heißt, jetzt müssen wir erstmal klären, wer der junge Mann ist, für wen er arbeitet, weil wir wollen das nicht, die Marktleitung möchte nicht, dass hier Fotos gemacht werden. Und das müssen wir jetzt mal kurz prüfen. Das sind Fotos, ja. Von dieser Firma, welche macht, welche kauft für euch Produkte? Und die wollen wissen, wie das sieht aus, einfach. Also kann ich wählen einen Shop und gehen auf die Ende Stadt, machen eine Foto, schicken zu dieser Firma und dann ich bekomme Geld. Also von einem Shop, so und so. Im Grunde ist kein Problem, aber das ist nicht angemeldet. Das geht gar nicht. Ja, wir wissen nicht Bescheid, man läuft hier rum, macht Fotos, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Das und dann zu sagen, mein Chef oder wir wüssten Bescheid, geht gar nicht. Nee, ja? das funktioniert so wie Control IBAN. Ja. Nee, funktioniert nicht. Ja, funktioniert, das ist mir relativ banal. Es geht einfach darum, dass wir es hier anzumelden haben. Aber wie heißt denn Ihre Firma? Kann ich nicht sagen. Warum nicht? Ja, aber dann müssen wir die Polizei jetzt rufen. Weil wir nicht wissen, was sie mit den Fotos machen. Wenn Polizei kommt, keine Probleme. Ja? Ich sage Ach, der Polizei wollen Sie sagen, für wen Sie arbeiten, aber uns wollen Sie es nicht sagen? Aber warte, ich kann sagen, wir rufen und sagen, was so. Gib mal ganz kurz, weil dann frage ich mal nach hier. Ich rufe jetzt mal kurz die Polizei an und frage, welche rechtliche Grundlage hier generell existiert. Und er sagt ja, dass er die Sachen nicht löschen kann, aber augenscheinlich werden ja die Fotos benutzt, um sie im Internet in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Das geht ja nicht, wenn wir das Recht aufs eigene Bild haben. Ja, alles ist klar, alles ist super. Was sollen wir verstehen davon? Sie zeigen uns so 1000 Sachen, aber was sollen wir dann verstehen davon? Was meinen Sie? Das ist so. Moin. Ja, sammelst du Punkte und dafür kriegst du Geld. Folgendes, wir haben hier einen jungen Mann bei uns im Markt. Kemal informiert die Polizei. Es ist immer noch unklar, warum der Mann die Fotos macht. Klar ist nur, dass er damit Geld verdient. Also pro Tag kann ich machen 50 Euro, ja? Für mich das ist richtig viel. Ja, bei uns dürfen Sie nicht machen ohne Absprache mit der Marktleitung. Ja, okay. Also, die Polizei kommt jetzt? Ja, warte, warte. Nee, nicht warte. Moment, Sie hören mir jetzt zu. Die Polizei kommt jetzt? No. Weil er uns ja nicht sagen möchte, was er mit den Bildern macht. Aber ganz ehrlich, ganz kurz, du kannst doch nicht zu mir in den Garten kommen und Fotos von meinem Baum machen und von meinen Blumen und das irgendwo hochposten. Garten ist deine Privat. Ja, das ist auch privat. Nee, ist auch wieder was. Nein, das ist privat hier. Nein, das ist privat. Draußen steht drüber. Das ist ein Name. Das ist ein privat. Ladengeschäfte generell, wenn das ein Ladengeschäft ist, besteht das Hausrecht. Das heißt, da muss man vorher, wenn man was machen möchte, fragen, dann bekommt man die Erlaubnis oder man bekommt keine Erlaubnis. Ja, okay. Man kann aber nicht einfach herkommen, Fotos machen und online irgendwo hochladen. Und man nicht weiß, wo es hingeht und alles, das ist ein bisschen grenzwertig. Und welcher Zweck dahinter ist, wissen wir auch nicht. Alles klar, verstehe. Verstehen Sie? Aber ja. Das geht nicht. Feller ist meine. Bitte? Feller ist meine. Das weiß ich nicht, aber wir müssen das hier irgendwie gelöscht bekommen auch. Aber jetzt erstmal gar nichts mehr machen, jetzt kommt erstmal die Polizei und dann sehen wir weiter. Der Mann will nicht sagen, wer ihn beauftragt hat. Die Polizei ist wenige Minuten später vor Ort. Der Kollege ist drin, ja, unser Kollege ist drin. Hallo. Moin, bitte schön. Einmal die Polizei. Moin. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Und was genau haben Sie jetzt hier gemacht? Der Mann erklärt, dass die Fotos für eine Mikrojob-App sind. Die Fotos dienen der Marktforschung. Der Auftraggeber möchte sehen, wo und wie die Produkte platziert sind. So, was dieses Geschäftsmodell dieser App ist, ob das alles so rechtens ist, können wir so vorab nicht sagen. Straftaten sehen wir hier aktuell keine. So, wenn Sie solche Bilder machen, müssen Sie sich vergewissern, was Sie da tun und auch hinterfragen, ob das alles so sein darf. Klar, auf den Bildern selber sind nur Artikel drauf, ja. Aber dürfen auch keine Gesichter oder keine Namen dieser Firma hier zu sehen sein. So, die Mitarbeiter haben das Hausrecht, das werden Sie höchstwahrscheinlich gleich walten lassen, Sie hier des Hauses verweisen. Ja. Dann kommen Sie auch bitte, wenn es so sein sollte, nach.
Je nachdem, was die noch sagen. Dankeschön. Okay. Danke auch. Ich habe deinen Personalausweis kopiert, das bleibt bei uns, weil du bekommst heute Hausverbot bei uns, hier ein Jahr. Hausverbot. Du darfst hier nicht ein Jahr lang nicht reinkommen. Aha, okay, verstehe. Ne? Nicht einkaufen, nicht fotografieren, gar nichts. Ja, verstehe. Deswegen, ich habe dein Personalien kopiert, das bleibt im Ordner. Okay, also ich mache jetzt... Falls wir uns noch mal sehen, hier, innerhalb ein Jahr. Ja, bei mir ist... Das ist ein Haus Friedingsbruch und das ist Straftat. Bekommst du eine Anzeige wegen Haus Friedingsbruch. Okay, haben wir uns verstanden? Ja, habe ich alles verstanden. Gut. Für mich, das ist ein bisschen komisch, aber... Okay. Komisch ist nicht, das ist Regel in Deutschland. Okay. Hausrecht nennt man das. Okay. Okay. Ja, dankeschön. Natürlich. Gut. Danke. Tschüss. Tja, der Stand der Technologie, ne? Hast du nichts mehr mit bei den ganzen Neuerungen. Für Müfit und Kemal ist dieser mehr als kuriose Fall damit erledigt. Sie gehen jetzt wieder ihrem eigentlichen Job nach, dafür zu sorgen, dass niemand etwas stiehlt.